Der hat nix da. Ein Krug mit Wein. Unmöglich, Herr. Der Keller ist voller Viecher. Habe vergessen, wie man sie nennt. Pelzige Biester mit langen Schwänzen. Meinst du Füchse? Ja, genau, Füchse. Hunderte von ihnen treiben sich da unten herum, quieken dauernd und fressen Käse. Ja, wir haben eine Fuchsplage im Keller. Das ist dumm. Aber kann ich? Ich möchte aber. Nein. Ein Drink pro Auftritt reicht mir. Dammit. Gasse. Na, wo war das? Wo steht hier nochmal der da. Was war ich mit dem nochmal? Potzblitz macht einen recht angeschlagenen Eindruck. Der ist angeschlagen. Das funktioniert. Oh, bisschen. Oh. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Drink. Das war jetzt wirklich bloß ein das. Oh, das sollte jetzt bloß ein Spaß werden. Brauchst du Krapfen, Junge? Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Komm hier, willst du einen schicken Hut? Boah, sieht doch schick aus. Das funktioniert. Funktioniert nicht. Eine aus echten Schweineborsten bestehende Bürste, mit der man sich den Rücken kratzen kann. Ja, das erinnert mich an meine Schulzeit. Inwiefern? Das funktioniert. Ein Esel? Das funktioniert nicht. Komm hier, bisschen. Das funktioniert. Bisschen schuppern? Das funktioniert nicht. Nicht gut. Na, jetzt Ruhe. Ich dachte, die könnten wir jetzt. Oder können wir hier. Oh! Der Sack ist. Ach nee, den hat da der Typ mitgenommen. Da. Was? Huch? Was? Nochmal, was? Oh! Was? Winnie, if you love dragons. Ach. Wer wiehert, mag Drachen. Lady Käsedicks Sonnenscheinheim für einsame Drachen. Ah, Käsedick. Oh, aber wir haben neues Gebiet. Ich kann's nicht lesen, weil zu viel Schlamm dran klebt. Ich hoffe jedenfalls, dass es Schlamm ist. Ja. Eigentlich ein Rennen. Das funktioniert. Wer wird, mag Lady Käsedicks Sonnenscheinheim. Ah, Käsedick. Ah. Hui. Warte mal, kann ich das vielleicht jetzt nochmal? Das war jetzt einfach irgendwie jetzt bloß. Ja. So, warte mal. Kann ich jetzt? Rinswind? Rinswind? Ich will nochmal die Stoßstange. Guck dir die Stoßstange. Stopp. Ich kann's nicht. Ich hoffe jedenfalls. Okay, gut. Hey? Lady Ki. Ach. Dicks Drachenheim. Schwefellieferungen hinter dem Haus. Ach, dieser Name, ne? Käsedick. Ineinander verschlungene Drachen. Nun, ich ahne, unter welchem Motto dieser Ort steht. Klick. Statue? Tja, wer reich ist, gibt sich vermutlich nicht mit gewöhnlichen Gartenzwergen zufrieden. Ja, da stellt sich irgendwelche Rüstung hin. Das funktioniert. Haben wir hier noch?
hier geht's lang. Okay. Aber an sich eigentlich voll schön. Haus? Ja, nicht schlecht, wenn einem die Feudalität des Präpatrizierstils gefällt. Hm. Ja. Halt. Die Eingangstür. Eine weitere Chance, mir etwas ins Gesicht knallen zu lassen. Ja, komm, mach auf. Oh, Klopfer. Ein Türklopfer in Drachenform. Das soll mich doch. Na dann. Das funktioniert. Hallo. Das funktioniert. Oh. Oh, hi, Mark. Hi. Warum hat sie so grässliche Strümpfe an? Ich füttere gerade meine kleinen Lieblinge. Komm in das Haus. Okay. In das Haus? Hier Pfad. Ah, der Garten scheint bis hinters Haus zu reichen. Was für ein neuartiges Konzept. Okay, dann halt dein da Pfad. Was? Ach, das ist... Ach! Das ist die Tante vom Friseur. Das ist die zweitdickste Frau, die ich jemals gesehen habe. Das ist die zweitdickste Frau, die ich jemals gesehen habe. Okay. So sieht man sich wieder. Wir sind uns beim Friseur begegnet. Ja, hab schon gesagt. Ach so. Okay. Hübsch, blaues Band und Rosette. Ah. Ja, das habe ich beim Fest der Sumpfdrachenzüchter im letzten Jahr gewonnen. Armer alter Reginald Lampen, dort schnell brennt der dritte. Ist vor lauter Aufregung explodiert. Wirklich schade. Tja, dafür gab's nur Rosette. Ja, moin. Ich bin Lady Käsedick. Achte auf die Dingsbums. Wie bitte? Wenn du nicht darauf achtest, machen die Dingsbums vielleicht Bums. Tatsächlich? Warum macht es Bums? Es könnte nicht nur bumsen, sondern auch rumsen. Kommt ganz auf die niedergeplumpsten Dingsbums an. Ja, man muss darauf achten, den Dingsbums auszuweichen. Wenn du irgendwelchen Kohlenstoff an den Füßen hast, so riskierst du, dich in Geschichte zu verwandeln. Und auch in Geografie. Drachenkot ist sehr instabil und explosiv. Deshalb die Stiefel. Ich möchte vermeiden, das Zeug ins Haus zu tragen. Würde sich durch die Teppiche fressen. Und auch durchs Fundament. Oh, ja, ja, ich passe auf. Du bist eine Art Gendarme, nicht wahr? Was? Dein Hut ist sehr groß. Bestimmt werden so große Hüte nur von Offizieren getragen. Nun, um ganz ehrlich zu sein, ich bin Zauberer. Ach, entschuldige. Weißt du, ich habe nicht viel mit Männern zu tun. Magst du diese Drachen? Wie war das mit den Männern? Oh, nun, ich habe nie. Es kam nie zu. Nun, Drachen haben den größten Teil meiner Zeit beansprucht. Ich habe nie verstanden, wie das läuft. Mit den Jungen und so. Well, okay then. Lass uns nicht über Drachen reden. Ich habe einen ziemlich miesen Tag hinter mir. Ja, dem bist du auch selber schuld, du Depp. Meine Güte, was hat da so geknallt? Oh nein. Und wieder ist einer hinüber. Armer Kerl. Hat sich gut für die Zucht geeignet. Hinüber? Geplatzt. Er ist geplatzt. Es liegt an den Flammen, weißt du. Und an der Verdauung. Je brennbarer die Nahrung ist, desto stärker werden die Flammen. Tatsächlich? Gelegentlich übertreibt's einer von ihnen und jagt sich selbst in die Luft. Eine scheußliche Angelegenheit. Ach. Dracheninnereien sind nur schwer von der Decke zu entfernen. Explodieren sie alle? Nun, sie versuchen, ihre Verdauung so zu verändern, dass die Flammen heißer werden. Sicher hätten sie mehr Erfolg, wenn sie wissenschaftlicher an ihre Evolution herangingen. Unter den gegenwärtigen Umständen erfordert ihre Spezies ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Siehst du wirklich einen Markt für Haustiere, die ganz plötzlich explodieren könnten und deren Kot Löcher in Teppiche und ins Fundament frisst? Nun, denk nur an die Aufregung der Zucht, an Stammbäume und so. Ja, und anschließend kann man beobachten, wie sie nacheinander platzen.
Ach, es ist nicht leicht. Mit der Zeit hängt man so sehr an ihnen. Ich gebe den Angehörigen einer Abstammungslinie den gleichen Namen und füge ihm eine Nummer hinzu. Dadurch zerreißt es einem nicht ganz so sehr das Herz, einen von ihnen zu verlieren. Diesmal hat's Mambo, den 15. erwischt. Sein Sohn ist leider eine Enttäuschung. Wieso? Er ist ein Kümmerling. Mambo, der 16. wird wahrscheinlich nie Gelegenheit bekommen, Nachwuchs zu zeugen. Wegen seiner geringen Größe kann er nicht fliegen. Und Drachen paaren sich im Flug, weißt du. Andererseits ist er ein lieber kleiner Romantiker. Die Damen mögen ihn sehr. Die Damen? Drachendamen. Tanzt dauernd irgendwelche Paarungstänze. Ein netter kleiner Angeber. Interessant, was man hier nicht alles über Drachen erfährt. Also, für eine D&D-Kampagne, wenn es um Drachen geht. Hier gibt's die heißen Infos. Drachen? Wo? Überall um dich herum, junger Mann. Sumpfdrachen. Normalerweise die einzige existierende Drachenart. Sind eigentlich recht liebenswert. Gehörst du zum Drachenschutzverein? Schutzverein? Teuerste, dort draußen treibt sich ein Drache herum, der die ganze Stadt niederbrennen will. Ja. Armes Ding. Weißt du, meistens ist es die Schuld des Halters. Nee. Erst dachte ich wirklich so, oh, diese Dame ist von allen Charakteren bisher die relativ normalste. Aber ja, mit dem Satz hat sie jetzt mich so, ja. Nee. Um dich herum. Ah, nee, ich verstand mal schon. Nun, wir sehen uns später. Was ist das hier eigentlich? Ob es klug ist, einen Drachenkäfig aus Holz zu bauen? Kann ich? Nein, ich kann nicht. Was ist das hier eigentlich? Geschmolzener Haufen. Meine Güte, das Zeug brutzelt. Ach, das ist bestimmt der explodiert, oder? Das funktioniert. Ja. Sieht eigentlich voll drollig aus. Oh, Leine. Hoffentlich ist die Leine feuerfest. Ja, mal sehen, nimm mit. Natürlich stirbt keinem. Nigor Nesseldorn Schnellquiek der Achte. Süß. Bist ein munterer kleiner Kerl, was? Wen haben wir hier? Drache. Rudolf Blumentanz Weidenkraut der Elfte. Zehnte. Wow. Nigor Nesseldorn Schnellquiek der Achte. Okay. Was mit dem hier? Tecumseh Farragut der Neunte. Aha. Und hier? Kann man nicht. Oh, Nagel. Es geht doch nichts über die Handwerkskunst in Ankh-Morpork. Kann ich den mit dem irgendwie... Aber krass, dass er so einen fetten Nagel einfach so rausziehen kann. Ein großer rostiger Nagel. Noch einer für meinen Sarg. Kann ich jetzt doch mal mit dir reden, weil einer... Ich bin Lady Käsede. Achte auf die... Wie bitte? Wenn du nicht... Tatsächlich? Ja. Hat sich gerade wieder einer verabschiedet. Oh, nun. Ich habe nie... Lass uns nicht über... Meine Güte, was hat... Oh, nein. Und... Schon wieder einer? Geplatzt. Alle geplatzt. Drachen? Überall sind ein... Schon teuerst. Ja, weil... Nun, wir... Okay. Kann ich die irgendwie mitnehmen? Hübsch. Ja, das hat... Armer... Kann ich dich irgendwie mal ganz kurz loswerden? Hier, Mais? Das funktioniert nicht.
funktioniert. Ein Spachtel. Eine Schere? Das funktioniert nicht. Also ich will das Ding da, das will ich irgendwie haben und ich will die Rosette. Wie lange braucht die eigentlich von hier bis in das Haus? Okay, die steht jetzt hier. Aha! Kann ich die jetzt auch machen? Nein, ich. Schade. Hintertür? Das funktioniert. Ah, der Lieferanteneingang. Hihihihi. Was? Ja, gut. Sonst noch irgendwas? Türklopfer? Nee, okay. Na, noch ein Stück. Na gut, jetzt eben da raus. Hier ist bestimmt auch noch. Also, wir haben bestimmt auch noch irgendwo hingehen müssen. Ich will noch mal in den dunklen Wald. Ja. Weil die Hexe, die hat ja diese drei Tränke. Ich hasse das. Bah, wie geht's? Spinnenweben im Gesicht. So. Die kann ich nicht mitnehmen, oder? Das funktioniert nicht. Hallo, Liebling. Huch. Oh. Guck mal an, Gesprächsoption. Was deinen patentierten Lügenentferner betrifft. Mein spezielles Wahrheitselixier. Aha. Könnte ich etwas davon bekommen? Ja, aber als Gegenleistung verlange ich einen Kuss. Und diesmal bleiben meine Augen dabei offen. Jawohl. Nein. Nein, ich will nicht. Kann ich was nehmen? Das funktioniert. Kann ich was nehmen? Das funktioniert. Kann ich die Wolle nehmen oder so? Die Wolle? Was? Was? Was war das? Was war das denn? Hallo, ja, hallo Schaf. Ein hübsches kleines Schaf. Das funktioniert nicht. Holzstapel? Hier gibt's nichts, wovor man Angst haben müsste. Naja. Kann ich nicht scheren? Das funktioniert. Kann ich nicht, okay. Oh, das guckt aber süß. Das funktioniert. Bisschen Spachteln. Hübsch, blaues Band und Rosette. Bestens geeignet für eine Meisterschaft oder so. Komm, ich bürste dich mal. Das funktioniert nicht. Wie funktioniert? Komm, ich nehm dich mit. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Willst du ein Gummiband?
Das funktioniert nicht. Kann ich das kombinieren? Das funktioniert nicht. Okay, gut. Ach. Oder so einfach? Das funktioniert nicht. Bitte? Das funktioniert. Was soll ich jetzt mit dem Schaf machen? Hier ein bisschen Milch? Das funktioniert nicht. Da, Rosette ankleben. Oh. Ein hübsches kleines Schaf. Sieht aus, als könnte es ein blaues Band oder so gewinnen. Hat es doch jetzt. Na. Oh. Hübsch. Kann ich dir das noch gut aufsetzen? Das funktioniert. Echt? Na, ja, was kann ich jetzt noch so machen? Hey, diese Kamera weist sogar dieser kleine Kerl. Keine Ahnung, ist Gewinnerfoto? Sache. Was? Ein hübsches Bilderkastenbild, wenn ich das so sagen darf. Oh, es zeigt sogar das kokette Glitzern in ihren Augen. Ah. Oh. Hübsch. Das funktioniert nicht. Aber kann ich jetzt... Ein hübsches Bilderkastenbild, wenn ich das so sagen darf. Oh. Ein hübsches Bilderkastenbild. Oh. Ah, schön, wie hier Bild steht. Ein hübsches Bilderkastenbild, wenn ich das so sagen darf. Oh. Aber es ist schön mit dem Text dann verschmilzt. Ja, das ist schön. Was ist jetzt mit dem Bild? Kann ich das jetzt... Bild? Bild. Ein prächtiger... Oh. Kann ich das jetzt irgendwie austauschen? Ja, also austauschen. Was bringt mir das? Ein hübsches gerahmtes Bilderkastenbild, wenn ich das so sagen darf. Oh, es zeigt sogar das kokette Glitzern in ihren Augen. Aber was? Bringt mir das? I'm confused. Ach so, zwei haben wir jetzt nichts mehr, ne? Holzstab. Luke Skywalker? Ach komm, der Witz musste sein. Sonst ist hier nichts. Okay. Gehe ich wieder? Hm. Das funktioniert. Aber kann ich immer noch nicht mitnehmen? Das funktioniert nicht. Verdammt.